Hey ho, willkommen bei einem neuen Video. Wieder ein neuer Film, der in meine Filmsammlung gewandert ist. Und zwar der Film Hot Tube oder Hot Top, Hot Tube 2, die Time Machine 2. Ich habe ja schon den ersten, oder ja, den Hot Tube hat die Zeitmaschine, der Whirlpool ist eine Zeitmaschine in meiner Sammlung. Der hat mich eigentlich recht gut unterhalten, wie ich finde. Und der zweite kam jetzt halt raus vor längerer Zeit und ich habe immer noch gezweifelt, na, lege ich ihn mir zu, lege ich ihn mir nicht zu. Ich habe ihn mir zugelegt und ich habe es auch nicht bereut. Viele in den Rezensionen bei Amazon finden ihn das nicht so toll, dolle. Aber mir hat er gefallen und hat mich auch gut unterhalten. Deswegen habe ich es auch nicht bereut, den mir zugelegt zu haben. Ja, ganz normale Amari, ist auch nicht so schlimm. Bei den Filmen ist es okay, ist genau wie bei den ersten. Das ist nicht so dramatisch. Das ist das Hinterteil, die Rückseite besser gesagt. Ja, und hier seht ihr nochmal die Rückseite allgemein. Special Features sind wieder einige Sachen drauf, entfallene Szenen und Gag Reels und sowas. Also ist auch alles mit dabei. Ja. Wir haben hier einen deutschen 5.1 Dolby Digital Ton drauf. Wir haben ein 16:9 Vollbild ohne Balken. Bild und Ton gehen alles klar, kann man nicht meckern. Und ich habe hier sogar noch ein Wendecover, was ich auch schon mal sehr, 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 sehr super finde. Und die Disc ist ganz normal gestaltet. Ja, mir hat der Film gefallen, ich fand ihn gut. Wie gesagt, Bild und Ton gehen für mich klar und auch die Story, ja, ist halt so wie der erste. Es ist jetzt nichts irgendwie Tiefgründiges oder huiuiui. Aber er hat mich gut unterhalten und das soll ja auch ein Film machen. Man soll sich gut unterhalten fühlen. Ja, das war's. Bis demnächst wieder, euer Degayoshi und tschüss.